So, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Prison Architect. Wir bauen. Eine neue Woche beginnt sozusagen. Die letzte war kurz, was die Videos betrifft. Das wird diese Woche wahrscheinlich auch noch so werden. Ja, ich finde momentan überhaupt keine Zeit, eben Videos zu machen, beziehungsweise mehr Videos zu machen. Ich hoffe, ihr könnt mir da noch eine Woche verzeihen. Nächste Woche soll es wieder normal weiterlaufen. Und ja, was gibt's Neues? Es gibt sehr vieles Neues, und zwar das Interface hat sich verändert. Normalerweise gibt es ja dazu immer ein Update-Video, Sprechblasen, da wo nichts drin ist. Das passt noch nicht richtig. Ich hoffe, dass diese Version auch stabil ist. Das kann man sich dann im Steam Workshop runterladen. Diese Version, da wo halt wirklich die Sachen schön ja, gemacht wurden. Auch mit dem Ranzoomen, dass man da, wo die Maus ist, hinzoomt, ist neu. Ja, es gibt ein paar Sachen, die neu sind. Nur das Problem ist, wir müssen jetzt schauen, dass wir unser Gefängnis ein bisschen hier sicherer bekommen. Und da hat der Felix mir geschrieben. Hallo an dieser Stelle, Felix. Der untere Bereich sollte nicht zufrieden sein. Was auch immer jetzt der untere Bereich ist, ich glaube, sollte da oder da. Da drüben sein, ja. Also. Nur mal so zum Verständnis. Die Straße, das ist die Mitte des Gefängnisses, okay? Der linke Bereich ist der C-Block, weil das aussieht wie ein C. Und der rechte wie ein D, also der CD. Dann gibt es noch den inneren Bereich. Wäre der hier. Und dann gibt es halt den äußeren Bereich. Das wäre der äußere. Und was du jetzt genau meinst mit dem unteren Bereich, wahrscheinlich ja, der komplett untere. Wobei ich da eigentlich wenig sehe. Okay, der ist entlassen. Wo laufen die jetzt hin? Das passt mir da gar nicht. Nur fürs Personal natürlich. Das geht so nicht. Ja. Genau das ist jetzt passiert. Arbeitet. Die hauen ja ab. Auf Wiedersehen. Wo laufen denn die Leute hin? Hallo. Holt euch den da, was ist denn da los? Eieieiei. Kaum machen wir da ein neues Ding auf. Ein neues Spiel, brechen vier Leute aus. Das finde ich gar nicht witzig. Scheiße. Ja, aber da ist es halt auch so, dass ich ja eigentlich hier rundherum nochmal ein Ding kaufen möchte und lauter bewaffnete Einheiten hinschicke. Alles okay, alles okay. Ganz schweren Jungs. Ja, da fehlt eben noch ein bisschen eine Versorgung dahin. Warmwasser.
Ich weiß nicht, ob das geht. Ach so, da ist es gemacht. Nur nicht im Höchstsicherheitstrakt. Ja, was gibt's sonst noch? Einzelzellen, ja. Bei mir warten so viele Leute auf eine Einzelhaft. Aber ich habe genügend. Also, ich weiß ja nicht. In jedem Block sind zwei. Und es sind nur 16 in Einzelhaft. Das kann sich nicht ausgehen. Oder? Ich weiß es ja nicht. Dann kam natürlich auch wieder von Felix, der sehr, sehr viel kommentiert hat in letzter Zeit. Wo ich mich natürlich auch bedanken möchte an dieser Stelle. Da merkt man halt dann, dass es dann doch ein bisschen interaktiver geworden ist. Jetzt in den letzten Zügen würde ich jetzt mal so behaupten. Wie sieht es mit der Einlieferung aus? Kapazitäten 166. Ups. Oh, da haben wir zu viel. Nein, 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 nein. Könnten mal so eine Mischfraktion machen. Wobei von denen da mehr natürlich. Normale Sicherheitsstufe, da haben wir viel zu viele Insassen. Kapazität der hohen Sicherheitsstufe. Ja. Haben wir schon noch was? Wobei, ich glaube, das funktioniert sogar jetzt, oder? Funktioniert das? Glaube ich schon. Wir haben. Ja, wir kommen halt nicht auf die Gesamtkapazität. Aber das Gefängnis funktioniert einwandfrei. Ich würde sagen, das Projekt ist auch hiermit beendet, oder? Ach so, ich muss natürlich. Schauen wir mal, Finanzen. Meine, was fehlt mir da jetzt noch? Es fehlt mir eigentlich gar nichts mehr. Nein, das ist die normale Krankenstation. Bewährung. Hat sich das jetzt geändert oder? Das sind auch noch. Das sind die Dinger, die mir fehlen dann. Die Einzelhaftzellen. Aber warum? Das habe ich doch alles schon deklariert, oder nicht? Besucherraum. Was ist das denn für Raum? Keine Ahnung. Gibt es natürlich Bereiche, die nur fürs Personal gelten. Die sollte man dann auch dementsprechend deklarieren, oder? Weiß ich nicht. Warum es das nicht gemacht hat, das weiß ich auch nicht. Das ist Personal, das ist Personal. Da haben wir alles deklariert als Personal, bis auf den. Da müssen wir auch noch. Ja. Darf sonst keiner rum.
So. Ciao, da auch. Die sind auch nicht deklariert als. Ich bin mir sicher, die habe ich so deklariert, oder? Da die Bücherei, Krankenstation, Gemeinschaftsraum. Das sind alles Sachen, die ich eigentlich deklariert hätte. Hier Bewährungsraum. Irgendwas passt da gar nicht. Ja, so wie hier. Da oben. Die Wäscherei genauso. Einzelhaft. Blau. Natürlich. Die Lagerräume sind nur fürs Personal. Personalraum nur fürs Personal. Wir müssen uns das merken, hey. Leichenhalle, Hinrichtungsraum. Wo ist hier meine Deklaration, dass das der Schutztrakt ist? Irgendwas hat's da über den Haufen geschmissen. So, dann deklarieren wir das als den roten Raum. Das deklarieren wir als den großen Raum. Blau, blau. Hier sind Zellenblöcke sogar, die nicht deklariert sind. Ich glaube sie jetzt ernsthaft, hey, da oben die Kantine und die Küche, die Wäscherei, Krankenstation, alles ist. Der Laden. Ja, Wahnsinn schlechthin, hey. So, jetzt haben wir aber alles deklariert. Das war's auch schon wieder von dieser Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten. Tschüss.